Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wieder einmal möchte ich mich entschuldigen und gleichzeitig auch bedanken. Zum einen entschuldigen dafür, dass so lange jetzt keine Parts mehr gekommen sind, also auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr ja wisst, wir haben bei mir daheim gerade eine Baustelle und die Heidelbeerernte war auch zeitgleich und das hat gerade so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ja meine Familie und ich gerade mal 6 Stunden am Tag schlafen konnten und wir waren allesamt schon so geschlaucht, dass ich den Schlaf vorziehen musste. Also ja, und deshalb ist es mir leider nicht möglich gewesen, Parts zu machen. Aber jetzt klingt das Ganze langsam ab. Wir haben voraussichtlich bis Dienstag jetzt noch unsere Wegbaustelle, also die grobe Schotterung für den Asphalt. Dann kommt einmal eine Abrechnung, ja, dann bekommen wir die Abrechnung. Ich hoffe, das gibt kein blaues Auge. Und dann ist irgendwie mal unser Hof dran, denn der ist ja privat, ne? Dann müssen wir aus eigener Tasche zahlen, da gibt es keine Förderung, muss aber trotzdem im Anschluss gemacht werden. Kann ich auch nicht sagen, wie lange das dauert, aber das Positive ist, die Heidelbeerernte ist mit dem heutigen Tag beendet. Also Samstag, wenn ihr denn das Video schaut, ist wahrscheinlich Sonntag, nehme ich mal an. Und ja, dann habe ich schon wieder mehr Zeit für alles. Ich werde aber nach wie vor täglich nur einen Part hochladen, das heißt einmal Fallout, einmal Gilde 2. Bis wir mal die Baustelle, sage ich mal, also alles in allem, den ganzen Stress ein bisschen abgebaut haben. Und dann will ich wieder 2 Parts täglich machen und versuchen auch Twitch hinzukriegen. Ja. Also die nächsten Tage, die wir dann schon etwas, sage ich mal, stressfreier will ich nicht sagen, aber unintensiv, kann man das so sagen? Defensiv, so. Arbeitsdefensiv gestalten können, will ich mir dann mal Twitch genauer anschauen. Jo, du kannst dich räuspern, so viel du willst. Ich bleib trotzdem hier stehen und quatsche. Alter Mann. So. Ich möchte hier das Terminal benutzen. Da gab es, glaube ich, einiges zu lesen. Systeme angeschlossen. Wand abspiegeln. Was war da schnell? Einen Moment bitte. Da musste ich kurz mal husten. Ja, du bist gemeint. Über das Leben. Hallo? Hallo? Ich glaube, das... nö. Über den Tod. Von Griswold. Sterben, Tod, Verstümmelung. Ich mag es, Menschen sterben zu sehen. Hoffentlich tötet mich niemand, damit ich sie töten kann. Ende. Ja. War dann da oben was? Übers Leben? Nö, da gibt's keinen Eintrag, dann passt das schon. Lesen verboten, natürlich. Über Sue. Von Griswold. Sue ist hübsch, Sue ist nett. Sue kann richtig gut schießen und kleidet sich adrett. Ich liebe Sue. Ja, also Tagebuch schreiben und so, ne? Oder eine Biografie ist nicht sein. Naja, über Griswold. Hart und gut aussehend. Ja, der beste aller Schützen, Griswold. Der beste aller Raider. Aha. Der ist ja total bescheiden, oder? Über Sue, neu. Sue ist gemein und nicht nett. Ich hab sie erschossen. Das war fett. Ach so, er will reimen probieren, ne? Ja. Mhm. Ja. Systeme angeschlossen. Ich habe endlich alle Terminals angeschlossen. Es hat eine Weile gedauert, bis alle Geschütztürme richtig funktioniert haben. Ich muss dran denken, was Schönes für Jack zu besorgen, nach dem, was mit seiner Maulwurfsratte passiert ist.
Man kann die... Ja. Würde mich doch so nicht so nerven, weil das so lange dauert. Nur weil sie ein paar Holobänder laden kann, heißt das noch lange nicht, dass sie weiß, wie kompliziert dieser alte Mist ist. Egal, jetzt funktioniert alles. Großartig. Großartig. So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen umgeschaut schon, ne? Jo, schaut fast aus wie He-Man, ne? Der da, der Kerl da, in der Mitte. Das Gesicht, ne? So, Registrierkasse. Goldglocke, ja. Hier ist scheinbar keine Falle. Was haben wir da? Rakete. Uhaha. Raketen. Die nehmen wir gerne mit. Und 10 mm Patronen. Und. Da war noch was. Halt, was? Aha, einzeln. Okay, ja lol, wie soll man das denn sehen? Ich meine, ja, okay, wir haben es gerade gesehen, aber trotzdem. Was haben wir hier noch drin? Eine Buffen. Eine Pistole. So, mal schauen, ob sie hinten... Badezimmerwaage. Mhm, da stehen wir nicht drauf. Nein, also mit unseren Beinen stehen wir nicht drauf. Die zeigt garantiert was Falsches an. Das machen irgendwie alle. Alle Wagen, also alle Zahlen zeigen was Falsches an. Granaten. Splittergranate zugefügt. Supi. Was haben wir noch? Siedler, ja, das bist du. Ansonsten sind wir hier schon wieder fertig. Fein, fein. Ach. Da, 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 da. Edda, kannst du noch was tragen? Ich glaube, die Gute ist auch schon voll wie ein Christbaum. Was kann ich für dich tun? Kannst du noch was tragen, meine Gute? Diverses Schrott. Schauen wir mal, ob sie noch was tragen kann. Wow, sie kann tatsächlich was tragen. Supi. Das freut uns. Mods, ja, ja, kannst du auch haben. Bitteschön. Na, falsch. Jetzt fängt das schon wieder an. Immer drücke ich falsch. So. Wo geht's jetzt da lang? Halt langsam. Ich hoffe nicht, dass da irgendwann mal was tickt. Richtig, darüber müssen wir noch. Da haben wir letztens jemanden umgeschossen. So, ist da was? Nein. Hallo? Ich bin überrascht, dass die Stadt während des Kriegs nicht direkt getroffen wurde. Ja. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Ja, solange du tragen hilfst, ist alles gut. Einen Kochherd. Ja, Essen herstellen ist sicher nicht so verkehrt, ne? Vorkriegsgeld. Ja, mit dem Zeugs. Schlüssel für Monsigor Plaza. Aha, Monsigor Plaza. So, jetzt heißt es. Ist das eine kleine Tasse? So ein riesen Kaffeemaschine für so eine kleine Tasse. Ach, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ich glaube, in irgendeinem Zeichentrick. Ah, war das nicht? Waren es nicht die Turtles? Die haben da auch so ein riesen Gerät gehabt. Für so ein kleines Gefäß. Und hat es einmal eine kleine Portion in die Tasse geschmissen. Ja, wieso nicht? Der Kaffee wird halt besonders intensiv zubereitet. Was haben wir da? Eine Bierkiste. Gut, gut. Boah, da gibt es echt... Ja, ich bin schon überladen. Großartig. Raider Psycho. Jawohl, her mit deinem Zeug. Wow, Kronkorken, Präzisionsschützen, Dingens, irgendwas und ja, Lederrüstung so und so. Laborstation, was haben wir da? Zeus Terminal. Finger weg, sonst stirbst du. Besonders du, Griswold. Nachrichten an mich. Das mit Griswold. Geht das nicht? Komm, geht nicht? Echt? Na dann das. Wenn ich Griswold das nächste Mal sehe, schieße ich dreimal auf ihn. Ich glaube, er war schneller. Geht das nicht? Ich will rauf da. Ich will das obere lesen können. Vielleicht geht es jetzt nochmal. Vielleicht war es ein Bug. Besonders du, Griswold. Aha, ist da nur so. Okay. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Was haben wir da? Telefon, glaube ich. So, Edda, du kriegst nochmal Müll. Ja. Du kriegst nochmal Schrott.
Warum kann ich da nicht... Ah, jetzt. So. Bierflaschen, Kaffeedosen, Kanne und Tassen und Vorkriegsgeld. Und das ist aber noch zu wenig. Jetzt muss ich dir halt noch ein paar Waffen geben. So, 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 so. Kannst alles mal haben. Warte mal. Die kann sie haben. Die und die zwei auch. Die braucht man noch. Die tun wir auch mal weg. Die Kampfflinte lasse ich mal. Gut, passt. Wir haben wieder Platz. Boah, ich bin so froh, Edda, dass du da bist. Echt wahr. Du bist wirklich eine große Hilfe. Was? Liegt da was? Nein. Das hat nur so komisch ausgeschaut. Okay. Hier sind wir auch fertig. Ich glaube, wir können abhauen. Coca-Cola haben wir geschaut letztes Mal schon. Müsste eigentlich passen. Da drüben, die haben wir ausgezogen. Das passt auch. So, darüber noch. Aber da ist eh nichts mehr, wie es ausschaut. Nur mal hier ein Mülleimer. Und da, Geschützturm. Oh, hier ist noch was. Eine Kochstation, Ofenhandschuh. Ach du Heilige, da werden wir nie mehr fertig. Eine alte Zeitung. Haben wir hier schon? Ich glaube schon. Ah, da liegt auch noch jemand. Jungle. Jungle ist der Mondaffe. Wahrscheinlich Jungle ist so irgendwie. Einen Moment. Heute muss ich aber wieder husten. Herrschaftszeit. Eine Melone. Und was bist du? Haarbürste wahrscheinlich oder so. Oder nix. Aufzug. Zwei Aufzüge. Alte Schwede, wie groß ist denn das hier? Nach oben. Ding. Stock. Okay, gibt's hier auch noch was? Wir haben ja mit dem Suchen nie mehr fertig. Also mit den Sachen finden und so, ne? Tatsächlich. Gibt's da auch noch Haufen was geklumpert? Ist ja fürchterlich. Geht's da noch weiter rauf? Ach nö. Puh. Einerseits gut, wir kriegen viel Zeugs zusammen, aber andererseits bin ich wieder überladen. Wenn es so weitergeht, muss ich da echt mal was reinschmeißen. Hundenapf. Boah, da wären wir nie fertig. Ist das groß hier. Wartet mal, ich steig mal kurz aus. Ich schau mal, ob ich rüstungsmäßig was bauen kann. Boah. Ich probiere mal was herzustellen. Vielleicht habe ich so viel Glück und kann dadurch leichter werden. Taschen, legiert, geht hier was, poliert. Nee, da bräuchte ich den nächsten Rang. Puh. Linker Arm. Versteift. Gekocht. Nee, kannst machen eigentlich, was du willst. Das... Puh. Steige wieder ein. Geht nicht richtig, ne? Scheißendreck. Oh, ruck. Wenn wir halt nichts mit haben, das passt. Dann sind ja nicht verbunden, die Werkbänke. Jo, Edda, wo bist denn du schon wieder? Mädel? Hallo? Du musst mir da was abnehmen mal, bitte. Was haben wir denn da alles? Trockner, okay. Aber keine Kleidung drin. So. Mr. Handy, da schau her. Ja, ich weiß, ich trage zu viel in mir rum, wie immer. Jukebox, Treibstoff, zweimal.
Sind wir da? Biometrischer Scanner. Und da? Werkzeugkasten. Edda, kannst du mal herkommen, bitte? Immer so verschleppen. Wo ist sie denn? Edda? Hallo? Mädel, wo bist denn? Was sind da hinten? Aha, nur ein Klo. Und da geht nichts auf, ne? Nö. Edda? Du musst mir da mal was abnehmen, bitte. Cambridge. Oh, da geht's raus. Wahrscheinlich irgendwie so auf dem Balkon oder so. Puh, Alter, jetzt brauche ich da schon wieder 20 Jahre. Hopp, hopp. Lade schneller. Ja. Dum-da-dum. Na, mach hinne. Ich will nicht, dass es lädt. Komm. Horuk. Ja, aha, gut. Wer bist du? Was zum Teufel? Na, warte, schieß mir die ins... Nein! Mann, tu das weg. So, jetzt ab. Wo bist denn du, Ludl? Jawohl! Du siehst gefährlich aus. Ach. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Doch. Aber nicht um dir weh zu tun, sondern um dir zu helfen. Bitte, du musst mir wieder was abnehmen. Ich flehe dich an, nimm und geh mit dem Graffel hier. Ich hoffe, sie kann nur was tragen, dass wir uns porten können. Puh, ja, das geht gut. Yeah, puh. So, und Kleidung, kannst auch ein bisschen was haben. Da haben wir auch nur ein bisschen was. Wow, sie kann recht viel noch tragen. So. Da können wir glatt nochmal rein und das restliche Zeugs holen. So. Wow. Da geht scheinbar noch mehr. Waffenmäßig, ich gebe gleich... Also da haben wir doch hier. Was kann sie haben? Bist du gescheit? Hä? Ah, nein, falsch aus. Pfui. So. Mist. Jetzt sollte man nochmal reingehen. Und den einen Stock noch durchsuchen. Oder sollen wir drauf scheißen? Zahlt sich's aus? Wegen dem bisschen Schrott? Glaub nicht, oder? Gehen wir den Raider da plündern. Hallo, du Depp. Ist noch jemand, der es wissen will? Und es schifft wieder aus allen Wolken. Ottomane. Bitte was? Also sitzen. Mein Gott, ich bin ein Depp. Ja, das scheint es da wieder gewesen zu sein, ne? Dann würde ich sagen, wir geben die Quest ab. Also unseren Begleiter. Was haben wir hier noch? Luca-Cola-Flasche. Ja, passt. Dann gehen wir weiter. Dann tun wir abgeben. Wo ist denn das? Da oben da. So. Jupp. Die Roboter da sind auch grauslich. Also sie schauen grauslich aus. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen, wie schön es ist, dass ich wieder aufnehmen darf. Boah, ich habe schon so einen Entzug gehabt, echt wahr. In der Nacht habe ich schon unruhig geschlafen. Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Ja, mit Geld oder so, ne? Oder du schließt dich uns an. Minutemen, gern geschehen. Den Minutemen sei Dank, kaum die Zeit wert. Minutemen. Seid ihr jetzt bereit, die Minutemen zu unterstützen? Na klar. Ich bin froh, dass hier endlich mal jemand versucht, was Gutes zu tun. Du kannst auf unsere Hilfe zählen, wenn du sie brauchst. Supi! Hurra! Gut. Was? Nein, ein radioaktiver Regen. Ist das wieder sowas? Pfui. Das können wir gerade gar nicht brauchen.
Aber irgendwie schaut es toll aus, ne, wenn so die Sonne da durchscheint. Es ist schon schön gemacht, muss ich sagen. Ah, da hinten blitzelt's. Gut, dann würde ich vorschlagen, die Markierung tue ich mal weg. Ist die da? Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen dahin und mit Preston sprechen. Okay, das passt eh super. Dann können wir endlich unser Inventar wieder ausmüllen und vielleicht können wir rüstungsmäßig was machen. Ich müsste irgendwas kochen. Irgendwas brauchen wir. Wir brauchen nicht mehr viel für Level 22. Und dann sage ich euch. Und dann sind wir soweit. Dann will ich gerne schauen, ob wir irgendwas mit Waffenfreak noch machen können. Das wäre super. Das wäre toll. Dann können wir nämlich neue Mods und so machen, wenn es möglich ist. Edda, Entschuldigung, ich muss vorher noch mit dir quatschen. Aufgepasst. Gib mir alles, was du hast. Her damit. So. Und jetzt, der ganze Schrott kommt mal weg. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen leichter. Dann, waffenmäßig. Ja, diese Automatikpistole. Die kommt weg, die zwei kommen weg, das. Maschinenpistole. Oh. Aha. Schlagring, die Splittergranate, das kommt auch weg. Das kommt weg und das und die zwei auch. Das sowieso. Ja, die kommt auch weg, dann das behalten wir. Kleidung, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Das kommt alles weg. Könnte ich eigentlich auch mal schauen, ob ich da nicht irgendwas unseren Dorfbewohnern geben könnte, dass sie einen besseren Schutz haben. So ein paar Roboterteile wären nicht schlecht. Und die denen dann geben, dass sie sich gut verteidigen können. Was haben wir denn noch? Hilfsmittelchen. Ja, ja, da wäre auch sicher irgendwas, was weg kann. Zum Beispiel das hier und dies. Achso, warte. Köterkeulen. Die habe ich ausgerüstet. Die sind zum Essen gedacht, ne? Maulwurfshappen. 40 Meter. X, da können wir, würde ich mal sagen, gebe ich 4 rein. Da würde ich sagen, gebe ich 3 oder warte, 4? Na. Gehen wir 2 rein, haben wir auch 4. Den Kuchen lasse ich mal. Die Butterbeere kann rein. Das Fleisch kann rein. Die Keulen. Ah, warte, die wollte ich eigentlich behalten. Haha. Upsi. Die Keule wollte ich behalten. Das ist eben Mutantenkeule. Na, Mutantenkeule. Mutantenkeule. Da. Die wollte ich behalten. Die Flasche Psychos. Habe ich das gebraten? Ich glaube. Da können wir mal was wegtun. Ich würde sagen, 7 Stück. Red Away gebe ich auch gern. 4 hier. 3 reichen. Roboter-Reparaturset behalten wir. Schmutziges Wasser kommt auch weg. Das passt, das kommt weg. Die Riebchen will ich auch behalten. Gut, was hätten wir noch? Mods, die kommt auch weg. Na, halt, passt das? Ja, passt. Waffen, Kleidung, Hilfsmittelchen. Halt, warte, was haben wir da? Was bist du? Ach so. Okay, Bier kann noch weg. Halte ich auch noch. Boah, passt eigentlich, glaube ich. Ist gut. Schon wieder falsch. Herrschaftszeiten. So, würdest du? Danke. Ah, ist das leicht. Dann schau mal, wie können wir da ernten. Ich werde jetzt auch gleich ein paar Karötchen, die wir da vielleicht ernten tun, ansetzen. Boah, das macht immer so ein Krawall, ne? Was könnte man daraus machen? So. Muss jemanden darauf ansetzen. Ja, ja. So, der Wurz. Der Wurz wird auch geerntet. Und meine Karottchen, wenn es welche gibt. Nein. Nix Karotte. Die brauchen echt lange, ne? Die Sonne geht unter, die Irren kommen raus. Was soll das heißen? Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas ja, schon mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Räder für ihre Taten. Tja, ich schieße sie alle um. Oder wir, besser gesagt. Wir knallen die alle ab. Jeder, der uns blöd kommt.
und uns schaden möchte. Na, ist da kein Mais drauf? Da Mais? Nö, nix Mais. Aber hier, lecker Karotin. Da, so. So, irgendwie das Gefühl, da draußen kümmert sich keine Sau um die. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Ja. Ich bin nicht irgendwie die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ja. Habe ich das Gefühl, dass sich um die hier keiner kümmert? Kann das sein? Yep, so ist es auch. Niemand kümmert sich um die armen Karotten hier. Das geht ja gar nicht. Pippa, kann man dich nicht irgendwie einstellen zum Schöpfen? Ja. Mhm. Hat funktioniert normal. Ich hoffe, dass die sich jetzt um die Karotten kümmert. Ja, sehr gut. Bin schon glücklich. So. Fein. Dann, was tun wir denn als nächstes? Ich weiß nur, dass ich mal einen Fusionskern bräuchte. Mich selbst als junge Frau. Ich habe mich immer in Schwierigkeiten gebracht, ja, wissen wir schon. So, Waffen. Marirantana, wo waren das jetzt wieder drinnen? War das jetzt bei Hilfsmittelchen? Glaube ich fast nicht, oder? Eher bei Schrott auch nicht, oder? Werkstatt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da drin sein soll, oder? Ich meine schon, das, da ist alles drin, ne? Werkstatt. Ich hoffe, ich habe es da reingeschmissen. Fusion. Haja. Nein. Ach, ich depp. Die habe ich hier reingeschmissen, ne? Da müssen sie sein. Oder? Oder trage ich die alle mit mir mit? Ich glaube, die trage ich alle mit mir mit. Weil es ist ja dasselbe. Aha. Jo. Gruck. Den habe ich natürlich alle mit. Die habe ich alle mit. Jawohl. Weil ich schlau bin. Nur ist es die Frage, wo sind die jetzt drin? Munition wahrscheinlich. Fusionskernchen. Da haben wir sie schon. Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Warum nicht? Puh. Da muss ich aussteigen und dann geht's wahrscheinlich, ne? Ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Transfer. Warte mal, der hat ja einen Fusionskern. Ja, passen. So ein Schwachsinn. Passt doch eh alles. Er schafft Zeit. Na gut. Dann schauen wir uns die nächste Quest an, würde ich sagen. Ja, ja. Tut sie auch. Passt alles, alles gut. So. Entführung. Was? Achso, mit Preston. Richtig, richtig, richtig. Ja, ja. Richtig, mit Preston noch sprechen. Wo ist denn der Kerl? Hast du Preston gesehen? Ich kann Sachen liefern. Bei Leuten geht das aber schon. Hui. Preston. Preston, wo du sein? Ja, wo du sein? Ah, da hinten. Ich sehe dich. Manche Tage sind hart. Hallo, ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut, ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Sicher, machen wir immer. Yeah. Ja. Stufe aufgestiegen. Was? Ja, mach mal. Supi. Dann gehen wir auch gleich mal schauen. Skill-Pünktchen. Skill von dem Punkt. Fahr. Warte, wo ist er denn, der jetzt? Dieser komische...
Ah, da, da ist Waffenfreak, ne? Rüstmeister, warte. Bist du Waffenfreak? Vier Waffen. Ja, es geht schon. Freilich, machen wir gleich, oder? Und annehmen. Weil da oben brauchen wir eh erst Level. Was, das wäre gegangen? Level 18? War das letzte Mal nicht Level 31? Ich meine, es ist ja schon zu spät, aber trotzdem. Komisch. Ach so, WAH 2. Bastian, haben wir auch? Entschuldigung. Haben wir eh alles? Da. Wahrnehmung haben wir alles. Haben wir 4? Komisch. Verdammt. Dann beim nächsten Mal. Wir kriegen zum Glück eh, recht rasch Level. Ups. Das passt dann schon so. Gut, die verschollene Patrouille können wir mal machen. Oder wir machen da unten, hoppala. Etwas Altes. Der Weg zur Freiheit. Sei mein Valentine. So, das könnten wir auch mal machen, oder? Finde Nick Valentine. La la la, verschwunden. Wenn wir bei der Suche nach Sean helfen soll, werde ich ihn erst finden müssen. Er wurde zuletzt in der Park Street Station gesehen. Jo, machen wir da doch mal weiter, oder? Bei unserem Sohnemann. Boah, den habe ich komplett vergessen, unseren Jungen. Ja, wenn man selber keine Kinder hat, ne? Ich habe eine Nachricht erhalten, dass eine unserer Siedlungen einen anderen... Aber echt jetzt? Entschuldigung. ...der Gunner abgewehrt hat. Ich habe schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollten. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Super, das auch noch. Starlight Drive-In, ne? Das war hier irgendwo, warte mal, glaube ich. Da. Dann, gehen wir mal dorthin, oder? Und schauen wir mal. Aber ich glaube, wir werden dann Teile brauchen. Oder sind die schon verbunden? Ich glaube, von Siedlung zu Siedlung, glaube ich, sind wir da verbunden eigentlich, ne? Irgendwie. Schauen wir mal. Schauen wir mal kurz ein Sprünglein vorbei, dann gehen wir im nächsten Part also den Valentine-Typen da weitermachen. Das passt eh recht gut. Haben wir eh nur mehr 8 Minuten. Können wir uns da mal ein bisschen umschauen. Ich hoffe, dass das so passt. Werden wir gleich sehen. So. Servus. Der Strawanz da draußen rum. Moment. Rust Evers. Okay. Was ist da gerade passiert? Bam. 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 Wo bist denn du, Zipfelklatscher? Jawohl. Wo ist denn der Kerl? Na du? Ich sehe ihn gerade nicht. Hallo? Da drüben. Da, das da. Jawohl. Jawohl. Yes, das da. Puh. Ich triff gar nichts. Jetzt da, Muha. Ist jetzt Ruhe? Tap-tap-tap-tap. Ja, ein Blümchen. Na, Servus Kaiser, ne? Tadam-tam. Servus, her mit dem Zeug. Grüß dich, du Zipfelklatscher. So, ja. Wer bist du? Ein Siedler. Das nächste Mal muss ich mich angewöhnen, dass ich nur auf Autos schießen brauche. Und dann macht's Boom und dann ist Ruhe. Was liegt denn da noch? Grauslich. So, da ist nichts, denn da drüben hatten wir schon. Ich hoffe, wir haben alles eingesammelt. Da hinten können wir rein. Da. Genau, ich wollte hier noch das Betondingens hier weitermachen.
Ja, natürlich können wir das nicht. Wir können gar nichts in der Bauerrüstung. Aber hier wird schön geerntet, das ist toll. Haben wir hier auch schon ein paar Möhrchen? Schaut nicht aus, ne? Hat er meinen Mais kaputt gemacht, die Sau? So. Ich baue hier gleich mal ein paar Karottis an. Da. Nein. So, jetzt aber. Und zwar Essen. Und zwar Karötchen. Das so zwischendrin wird es gut ausschauen, wenn es passt. Ja, da so. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und das war's auch schon. Ah, Klingenkorn wäre auch noch super. Puh, aber wohin damit? Da so her wird es eher nicht passen. Aber ich kann mir vorstellen, hier so. Da so. So. Zwei. Vielleicht mal ein anderes. Ein größeres. Wow. So zum Beispiel. Passt. Was haben wir hier noch? Melönchen. Mutter Dauerpflanzis. Da wäre gut noch ein paar zu machen. Hier so her am Zaun. Oder auch nicht, wegen dem da. Vielleicht dann hier so lang. So als möchte gern Zaun. Schaut sicher nicht so schlecht aus. Hoffe ich halt. Zwei. Drei. Vier. Und eines noch. Ein fünftes. Das passt schon mal. Hier wird es mehr als genug zum Futtern. So. Dann wollte ich, genau, ich wollte hier Beton noch weitermachen. Damit wir das Häuschen draufstellen können. Nein. Ich wollte da raus. Ich glaube, das war hier. Beton. Das war das. Beton fehlt. War klar. Ist doch nicht miteinander verbunden. Ich habe nämlich einen Haufen Beton gehabt. Und der ist jetzt alles bei mir daheim. Jetzt muss ich gleich einmal schauen. Das können wir noch machen. Mist, das geht so nicht. Ist die Frau Händlerin da? Zufällig? Dab, 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 dab. Du bist keine Händlerin, ne? Nein. Schießt da schon wieder wer rum? Habe ich mir gerade eingebildet. Du bist auch ein Siedler, ne? Ja. Meine gute Edda. Verflixt. Ich hatte gehofft, dass es hier vielleicht irgendwo einen Händler gibt, dass ich da was kaufen kann, aber nichts da. Scheiße. Müssen wir halt mal Beton mitnehmen. Oder ich. Oder, warte mal. Finde ich beim Skill. Es soll einen Skillpunkt geben dafür, ne? Irgendwie einen Skillpunkt, wo die ganzen Werkbänke miteinander verbunden sein sollen. Das ist nur die Frage. Wahrscheinlich ganz zum Schluss kann ich mir vorstellen, da unten irgendwo. Na, doch nicht so weit. Blitzangriff. Ah. Ghoulisch? Aha. Das ist auch nicht schlecht. Ist es dann vielleicht doch nicht so? Robotik-Experte. Aha, das wäre auch nicht schlecht. Verflixt. Ich hatte gedacht, das ist hier irgendwo. Wahrscheinlich ist es gar nicht da. Vertue ich mich einfach. Wahrscheinlich vertue ich mich hier nur.
Ach hier, den Schmied muss ich auch mal skillen. Nahkampf. Achso, ja. Mhm. Na, wahrscheinlich habe ich mich da nur vertan. Schade. Ist ja wurscht. So, Tschüssikowski. Ist ja wurscht. Dann gehe ich irgendwann mal Beton holen und dann passt das schon. Dann werden wir einfach ganz stur im nächsten Part. Scheint wirklich was zu werden. Ja. Dann werden wir einfach ganz stur im nächsten Part. Ja, den Valentine, die Valentine-Geschichte machen, tun. Und. Das ist heute der Ernst. Das ist schon wieder wer da. Wow, den habe ich noch erwischt. Super. Ja, mir wird auch gleich schlecht. Na, netten Siedler, umschießen, Gottes Willen. Laufen, Gottes Willen, lauf, 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 lauf. Das gibt's ja nicht, wie viele, wie oft. Na, es ist ein Siedler gewesen. Na, guck mal. Die Mistschweine können nicht sterben. Ich triff das so nicht. Scheiße. Na, kein Siedler. Na, ich habe nicht erwischt. Super. Na, wieso rennt mir jetzt der Siedler dahin? Nein. Achso, das ist ein Gunner. Der muss weg. Wieso geht das nicht? Wow, Auto, Auto, mach rum. Alter Schwede. Aber überhaupt nichts kriegt. Gar keine Punkte. Scheiße. Blöder Kack, Gunnar. Boah, da geht's aber echt ab, ne? Da wäre gut, hier ein Dings aufzubauen. Da schon. Hoppla. Nein, weg da. Das wollte ich haben. Da wäre gut, nur glatt einen Schutz oder so aufzustellen. Wenn's geht. Also das einmal, auf jeden Fall. Das muss schon eigentlich hierher. Also, eigentlich da so her. So. Dann müsste ich glatt schon, ja, dich für da. Sicher. Dann brauche ich noch unbedingt sowas. Gleichen großen. Wenn es geht. Nein, geht nicht. Da fehlt es an allem. Scheißdreck. Naja, wenigstens sowas schon mal, ne? So ein Käse. Naja. Ich muss den wir müssen den Part beenden heute. Aus. Ende. Wir sind schon drüber. Schade. Naja, gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!